Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele heute das Gespenst. Und ich nutze die Perks. Niemand entrinnt dem Tod. Pop Ghost, Devise, Zorn des Gespensts und beständig. So, und ich hatte mein Gespenst vor kurzem auf Prestige 2 hochgelevelt. Sonst würde ich wahrscheinlich jetzt auch mit, sag schon, aufgezehrte Hoffnung und heimgesuchter Boden spielen. Ich habe aber leider die aufgezehrte Hoffnung nicht. Und der heimgesuchte Boden allein ohne anderen Totem-Perks ist halt immer so eine Sache. Den kriege ich nicht mehr. Also ich tue mal so, als würde ich mich swiften. Und er fällt schön drauf rein. Und jetzt swifte ich mich wirklich. Oh, mein lieber Trolley. Das war aber, ich dachte, er fällt auf das Mindgame rein und welche Richtung? Diese Richtung. Ich dachte, er fällt auf das Mindgame rein. Ich dachte, er fällt auf das Mindgame rein und geht auf die andere Seite von der Palette, sodass ich ihn schön wegschnecken kann. Aber ist er nicht. So, dort hinten sehe ich die Fang. Habe ich dich einmal. Die wirft aber auch um, als gäbe es keinen Morgen, ne? Ich habe mich schon auf Zorn des Gespenstes gefreut. So, dort hinten hat es gekracht. Und Fang läuft in diese Richtung. Hallo, Fang. Dum, 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 dum. Auf die Nase. So. Und die versuche ich jetzt an einen von meinen orangen Haken zu bringen. Wo ist einer? Dort hinten ist einer. Hier ist einer. Ich hänge sie dort hinten in die Ecke hin. Ich glaube, die sind relativ schwierig zu bedienen. Der erste Generator wurde gemacht. Und sie wickelt gar nicht erst. Sie denkt sich, Herr Killer, komm, hol dir deinen Haken. Ich gönn's dir. Lieb von dir. So, und es füllt sich die erste Hälfte des unteren Balkens mit Elixier. Hier ist niemand. Hier aber. So. Ich sag nur, pop, pop, go, Schwiese. Was, wo? Da oben. Und da wurde auch schon gerettet. Einmal. Und dir stelle ich nach. Habe ich dich? So, die hat garantiert ihren Entscheidungsschlag dabei. Denn ich habe keinen Besessenheitsperk. Aber sie verbraucht ihn nicht. Oder sie hat ihn verhauen. Angenehm. Kann ich direkt den nächsten an den Haken hängen. Oh, und ich merke gerade, ich habe total einen Mist erzählt. Es ist nicht so, dass beide Seiten 4000 Punkte bekommen, so wie es aussieht, sondern Killer bekommt 5500 Punkte für den Haken. Uff, hätte ich nicht gedacht. Bisschen ungerecht. Aber gut, Leute an spezielle Haken zu hängen, ist vielleicht auch ein bisschen anstrengender, als irgendwo eine Blume zu finden und linke Maustaste gedrückt zu halten. Ach, dort, hallo Claudette. Jetzt wirst du gejagt. Ich habe immer noch den Zorn des Gespensts. Vielleicht kann ich den dann mal einsetzen. An dir würde ich gerne einen Hit geben. Zack. Und jetzt unsichtbar dir nach. Da. Ach, ich wusste auch nicht, wo sie ist, aber sie hat sich auch so ein bisschen. Oh oh, Balance Landing. Anscheinend nicht. Okay. Gut, dann kommst du auf die Schulter und ich hänge ich. Der hinten wäre schon mal ganz gut, den irgendwie zu bedienen, den Haken. Gut, aber ich hänge dich erstmal hier hin. So, jetzt habe ich schon zwei Leute aufgehangen. Ihr seht, mein Reagenzglas ist auch halb voll. Das heißt, ich muss noch drei Leute aufhängen und es ist ganz voll. Wird an dem. Der Generator wurde weiter aktiviert. Und ich glaube, ich hatte hier hinten irgendwo was gehört. Tatsache. Tut mir leid für dich, aber ich habe halt nur mein Headset und gute Ohren. Gut, dann hänge ich dich jetzt hier an den Haken. Okay, zwei Generatoren wurden gemacht. Ein paar Leute aufgehangen. Zum Glück habe ich noch eine Überraschung, wenn das Spiel dann vorbei ist und alle Generatoren gemacht wurden.
Ich sehe hier auch niemanden. Dort! Und dort war irgendwo Claudette, aber komm. Und sie wurde gerettet. Überraschung. Ich glaube, er hatte nicht mit dem Zorn des Gespensts gerechnet. So, hier oben ist ein offenes Fenster. Gut, dann gehe ich gleich den Weg. Was? Und hier ist kein... Das war jetzt das ultimative Ausspielen von ihm. In das Haus kommt man vor allem von der Seite gar nicht rein. Wo? Da. Okay. Die spielen manchmal ein bisschen... Nee, nicht komisch, aber... Und hier hat die Claudette sich erstmal gegönnt. Und der nächste Generator wurde aktiviert. Und ich dachte, ich wäre schon näher dran, weil ich sie so laut atmen gehört habe. Hab ich dich. Also ich würde wirklich gerne zumindest meine 6 Haken machen, dass ich die Flasche voll habe. Das wäre echt cool, in einem Spiel eine Flasche voll zu machen. Normalerweise brauche ich so als Killer jetzt im Schnitt eigentlich so 2 Spiele. In einem Spiel mache ich vielleicht so 3-4 Flaschen. Je nachdem, wie viel Opfergaben es gibt. 3-4 Haken meine ich. Event-Haken. Und in anderen Spielen dann halt die restlichen beiden. Ich brauche ja 6 Haken. So, und jetzt fehlt mir nur noch ein Haken. Ich schaue mal nach hier hinten vielleicht... Na, hier arbeitet niemand dran. Vielleicht an dem. Pop Goes die Wiese will genutzt werden. Hier arbeitet auch niemand dran. Schade Schokolade. Vielleicht ist jemand hier oben. Heilen die sich dort? So, ich weiß es jetzt vielleicht ein bisschen. Tunnelig, wenn ich auf ihn wieder gehe. Die andere habe ich aber jetzt auch nicht gefunden. Wobei, dort vorne bei dem Auto war sie. Aber ich will... Er hängt, ist jetzt hier zum Glück in der Nähe von diesem Haken niedergekloppt worden. Dadurch kann ich ihn dort hinten hin aufhängen. Das war eigentlich der einzige Grund, warum ich jetzt auf ihn nochmal gegangen bin. So, ab an den Haken mit dir, zack. Und er ist auch nicht tot. Eine Flasche hat aufgeleuchtet, das heißt, sie ist voll. So, wundervoll. Und Zorn des Gespensts kann auch wieder getriggert werden. Ich gehe hier rein, trete gegen den Generator. Pop Ghost Wiesel, der geht auch zurück. Ein bisschen durcheinander gemischte Perks habe ich hier, muss ich zugeben. Aber solange sie ihren Zweck erfüllen, will ich da nicht meckern. So, ich gehe mal nach hier unten hin. Bei dem Generator habe ich eigentlich so gut wie nie geschaut. Aber da wird nicht gearbeitet. Ich lasse den jetzt mal die Zeit, um den David dort ordentlich zu verarzten. Dort ist niemand. Und vielleicht ist jemand hier. Nein? 4 Überlebende sind im Spiel und keiner sitzt an irgendeinem Generator. Wundert mich ehrlich gesagt. Aber alle gehen zu den Blumen. Man muss nur der Spur der Blumen folgen. Wer rennt denn dort hinten? Claudette und Mac. Und Claudette denkt, sie ist unsichtbar. Ist sie auch? Ich dachte so, die veralber ich jetzt voll. Außerdem war keine Mac, war eine Kate. Eine Kete. Hab ich dich. Und dort ganz hinten war, glaube ich, der letzte Event-Haken. Ja, an den werde ich sie aber nicht bekommen. Da geht sie vorher frei. Drum hänge ich sie jetzt hier auf. So, ich will jetzt nochmal schauen. Hier wird gerade fleißig dran gearbeitet. Popcorn, die Wiese will genutzt werden. Ghost Weasel. Hallo? Jemand zu Hause? Dann waren sie halt schnell genug weg. Alle Achtung. Ich weiß, da ist noch ein Schrank. Mensch, Feng. Hab ich dich. So, hier mache ich auch mal kaputt. Dann hänge ich Feng in den Keller. Ich muss langsam mal ein paar Kills machen. Och, hier ist gar kein Keller. Und Feng wickelt wieder nicht. Ah, die Versuchung ist zu groß, jetzt nach dort hinten zu hängen. Ja, komm. Ich mach die Weltreise. Punkte sind Punkte.
Klar könnte ich somit das Spiel, ich würde nicht sagen verlieren, aber den Überlebenden zumindest, ich gebe denen jetzt extrem viel Zeit, weil ich sie bis hier nach hier hinten schleppe. Aber andererseits, die Überlebenden müssen erstmal bis hier hinten hinlaufen. Um die Kate zu retten, um die Fang zu retten. So, garantiert, ja, habe ich mir gedacht. So, wenn ich dich habe, bist du tot, mein Lieber. Habe ich dich auch. Und Kate wurde gerettet. Okay, auf wen gehe ich? Kate ist nicht verletzt, sie ist verletzt und sie rennt ohne Kopf durch die Gegend. Durch die Gegend. So, pass auf, ich mach dich einfach nur nieder. Na, ich lasse das mal liegen. Ich weiß, das war jetzt getunnelt, drum bin ich mal so nett und slugger zum Dank. Spuren. Da, David und Kate. Habe ich dich? Und du bist tot, wenn ich dich an den Haken bringe. Dich hänge ich hier unten hin. Jemand rennt zur Fang und hebt sie auf. So, ich kümmere mich um David und gehe zur Schrottlaube, denn dort in der Nähe lag Fang, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe gerade eben das gehört, ja. Überlebende. Veräppelt mich hier nicht. Okay, dort sitzt Kate. Dich hole ich mir, Kate. Einmal. Dann wackeln die so. So, wie läufst du da rein? Und ich wusste, dass du nach oben laufen möchtest durch das Fenster. Da habe ich dich aber abgeschnitten. Und ich bringe dich hier an den Haken. Ich weiß gar nicht, bist du tot? Ich weiß zumindest, dass Feng Min tot ist, wenn ich sie an den Haken bekomme. Kate ist auch tot, okay. Und hier haue ich Pop Goes the Weasel drauf. Was? Ach, das ist ein Keller. Okay, ist da jemand in den Schrank oder aus dem Schrank rausgesprungen? Aus dem Schrank raus, zu hinten ist Feng. Hab ich dich, Feng? So, ich bring dich an den Haken. Dann kann sich im Zweifel die letzte die Falltür schnappen. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt alle auf Krampf bekomme. Ich meine, wenn eine entkommt, ne, kann sie meine Geschichte erzählen. Die wird dann erzählen den anderen Überlebenden am Lagerfeuer. Und dann war da das Gespenst. Es ging zack, zack. Mit dem Messer. Und dann zack, zack. Und dann sind wir alle gestorben. Dann werden die denken, oh, 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 vor dem Gespenst muss man sich fürchten. Und ich meine, ist doch was Schönes, wenn man ein Killer ist und sich die Leute vor einem fürchten. Ich meine, Freddy, der freut sich auch, ne? In den Filmen ist es doch immer so, dass er nicht vergessen werden möchte. Beziehungsweise er verliert seine Macht, wenn er vergessen wird, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr so genau. Also, Angst ist was Gutes. Drum, du darfst ruhig entkommen und den Überlebenden die Geschichte erzählen. Wenn ich dich aber vorher schnappe, dann, ja gut, sind es halt nur vier Vermisste. Ich glaube, der letzte Überlebende war eine Claudette. Und Claudettes zu finden, das ist immer so eine Herausforderung. Die sind nämlich immer sehr umgebungsmäßig angepasst. Aber ich sehe hier auch niemanden. Claudette, wo bist du? Wo bist du, Claudette? Ich will nicht wieder hier eine halbe Stunde warten, dass du die Falltür nimmst. Entweder du zeigst dich mir und stirbst, oder nimmst die Falltür. Du hast die Wahl. Triff sie. Ja, sie hat die Falltür genommen. Okay. Gnadenloser Killer bin ich trotzdem. Hat sich ja gelohnt. So, ich habe auch eine volle Flasche geschafft. Das heißt, 7 von 30. Wundervoll. So, die Überlebenden haben aber ganz gut gespielt. Good game, well played. Sage ich da nur.
So, das waren die Punkte. Ja, hätte ich die letzte Claudette bekommen, dann wäre es der Double Pip gewesen, der viermal schillernd gewesen, aber ich meine, ich hätte Fang jetzt auch slacken können, aber ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen langweilig geworden. Na gut, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren. Und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!